Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Habsburgern. Wir sind im Jahr 1548. Und wie ihr es vielleicht noch in Erinnerung habt, sind es genau zwei Dinge, die uns hier vor allem beschäftigen. Zum einen der Krieg gegen die Osmanen, der geplante, und der Kampf gegen die Reformation. Und wir sind beiden Punkten in der letzten Staffel relativ weit gekommen. Ich will euch wieder, wie gewohnt, am Beginn der Staffel auf den Stand der Dinge bringen. Und fangen wir mal an mit dem Krieg gegen die Osmanen. Und der ist in Reichweite, denn wir benötigen hier nur noch 4 Gefallen und das sind 8 Jahre, damit wir die Spanier mit reinholen können. Das ist ja der große Plan. Also in diesen 8 Jahren gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber das sollten wir problemlos schaffen. Vor allem die Quantitätsideen verändern, dann haben wir plus 50%, beenden, dann haben wir plus 50% Einheitenlimit, dann bauen wir unsere Armee noch ein bisschen aus, dann haben wir maximale Rekrutenreserve bis dahin und dann starten wir unser goldenes Zeitalter und dann sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Das also passiert in den nächsten 8 Jahren. In dem Zusammenhang ist eine andere Sache noch zu erwähnen. Wir integrieren gerade Ungarn. So, und das ist insofern ein Problem, weil ich eine Sache gar nicht wusste. Das ist ein interessanter spielmechanischer Zusammenhang. Und zwar, wir brauchen für die Integration noch 4 Jahre. Wir investieren sehr viele Diplopunkte. Grund ist, dass wir das letzte Mal unsere diplomatische Reputation richtig hochgebracht haben. Und tatsächlich zahlt man offenbar also monatlich so viel Diplopunkte, wie man Reputation hat. Wir haben die Reputation hochgeprügelt, weil wir das letzte Mal hier Grafschaften zu Reichsstädten gemacht haben. Das ist auch sehr gut gelaufen. Aber jetzt haben wir den Nachteil, dass wir insgesamt 12 Diplopunkte im Monat für diese Integration ausgeben müssen, was 2 zu viel ist. Und das ist heftig. Wir sind bei 6, das heißt, wir gehen jetzt demnächst ins Minus. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was passiert. Wird die Integration gestoppt? Und wie können wir sie dann überhaupt fortsetzen? Weil wir kommen nie im Leben irgendwie auf diese 12. Und kriegen wir diese Reputation wieder runter? Da gibt es nur wenig, was wir dafür eigentlich tun können. Das sind teilweise Sachen, die jetzt langfristig laufen. Also, das ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen möglicherweise auch noch Diplopunkte für andere Kriege, die wir führen wollten. Wobei, wenn wir das Kriegsziel erreichen, glaube ich, da brauchen wir so gut wie nichts oder gar nichts, wenn wir kein Land haben wollen. Ha, alles ein bisschen knifflig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir können einfach ins Minus gehen. Also der Idealfall wäre, wir ziehen das jetzt die nächsten 4 Jahre durch, haben dann ein fettes Minus von, keine Ahnung, minus 100 oder was und bauen das dann relativ schnell wieder ab. Das wäre gut. Bin aber nicht sicher, ob es spielmechanisch klappt. Die zweite interessante Sache, wo ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin, was passiert eigentlich mit den ungarischen Ansprüchen? Behalten wir die, wenn wir Ungarn integrieren oder nicht? Das ist eine für mich unklare Sache. Es wäre natürlich toll, weil dann können wir in einem Krieg relativ viel fordern. Wenn nicht, ist das ein gewisses Problem. Also das ist auch noch ein Fragezeichen. Soweit zu diesen Aspekten Osmanen-Ungarn. Jetzt nochmal zum zweiten großen Thema, Kampf gegen die Reformation. Da sind wir gut vorangekommen. Es gibt ja nur noch 2 Reformationszentren in Schweden und in Genf. Und in Genf wird es nächstes Jahr endlich soweit sein, dass das hier abläuft. Der religiöse Eifer, März 49. Und dann können wir endlich konvertieren und dieses Zentrum zerstören. Und damit sollte diese Dynamik dann nochmal deutlich abflachen, was jetzt die Konvertierung zum Protestantismus betrifft. Es gibt auch nicht mehr allzu viele große protestantische Staaten, größere. Savoyen ist noch dabei. Da läuft ein Friedensvertrag in 2 Jahren ab. Da können wir durchaus einen Krieg führen. Thüringen ist mir zu groß, auch was die Verbündeten betrifft. Das finde ich ein bisschen schwierig. Die haben über 50.000 Männer. So einen großen Krieg möchte ich eigentlich nicht mehr führen. Was theoretisch möglich wäre, und das werden wir, glaube ich, jetzt auch demnächst starten, ist ein Krieg gegen Bayreuth. Die sind auch protestantisch und die haben nur in Anführungsstrichen Bayern und Rotenburg. Ich glaube, so einen Krieg können wir durchaus nochmal führen und wir werden unsere Truppen auch mal entsprechend positionieren, dass sie diesen Krieg führen können, indem wir hier mit unseren Söldnern relativ schnell Bayreuth besetzen und dann vielleicht eine ein oder andere Schlacht gegen Bayern schlagen. Also das ist noch ein Krieg und vielleicht der Krieg gegen Savoyen, der ist in den nächsten 8 Jahren sicher noch drin.
Okay, so viel zur Vorrede, zum Stand der Dinge. Jetzt gibt es noch einige kleine Aktionen, die ich unternehmen möchte. Als erstes, und das ist ein guter Vorschlag, kam die Idee auf, dass man Aquileia zur Mark ernennen könnte. Ich habe mich davor bisher immer gescheut, weil wir ja Handelseinfluss übertragen aus Aquileia und ich dachte, das hätte Einfluss darauf. Aber es betrifft tatsächlich nur die Steuereinnahmen, die reduziert werden. Das ist kein Problem, weil die zahlen so gut wie so kaum Steuern. Also das finde ich eine gute Sache. Sie sind unter 25% Gesamtentwicklung und dadurch steigt auch nochmal ihre Kampffähigkeit und sie werden damit, glaube ich, ein richtig netter, ja, netter Verbündeter mit vielleicht dann 12.000 Mann oder so. Also machen wir das. Aquileia wird unserem Mark. Schöne Sache. So, das nächste, was ich mir überlegt habe, ist, dass wir dem Adel noch ein Privileg geben, ein interessantes Privileg mit Blick auf den Krieg gegen die Osmanen. Nämlich, wir können erhöhte Aufgebote ihnen geben. Das kostet uns relativ wenig eigentlich. Ihr Einfluss ändert sich um 10%, kostet uns 6% Steuereinnahme. Das finde ich akzeptabel. Dafür steigert sich aber unsere Rekrutenreserve um 24%, weil sie so viel Land besitzt. 24% ist eine echt hohe Summe, meines Erachtens. Und deshalb lohnt sich dieses Privileg. Ich denke mal, nach dem Krieg gegen die Osmanen, wenn wir irgendwann in Richtung absolutistische Gesellschaftsordnung gehen, dann werden wir das nach und nach alles wieder revidieren. Aber jetzt scheint mir das eine gute Sache zu sein. Kann jetzt sein, dass ihr Einfluss noch deutlich steigt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht über 100% sie bekommen. Dann gibt es ein Problem. Aber da laufen Sachen auch wieder aus demnächst. Einberufene Versammlung und so weiter. Also ich denke, insgesamt doch hoffentlich eine gute Entscheidung. So, dann haben wir hier noch so ein paar Provinzerlasse, die wir nicht mehr benötigen, weil in den meisten, also es geht hier um Böhmen, da hatten wir Zentralisierungsbemühungen, die werden wir aussetzen oder beenden. Das sind Kosten, die jetzt nicht mehr nötig sind, weil wir fast überall mit der Autonomie auf Null gekommen sind. Das hat sich aber durchaus gelohnt, meines Erachtens. Es sind nur, glaube ich, zwei Provinzen, wo das nicht der Fall ist. Okay, das wäre das. Das spart uns einiges an Geld. So, dann habe ich gesehen, sollten wir hier nochmal wieder den Thronfolger in Polen unterstützen. Der aktuelle wird ja auch von uns gestellt, ist schon 73, hat sich mal wieder beendet, diese ganze Aktion. Und eine Sache, denke ich, sollten wir noch machen. Wir sollten beim Automatismus jetzt hier unsere Verbündeten mal regelmäßig besuchen. Wir haben inzwischen ja relativ viele. Dann habe ich gesehen, dass Augsburg gewillt ist, hier uns Handel zu übertragen. Da das in unserem Handelsbereich ist, denke ich, ist das eine ganz gute Sache. Sollten wir mal machen. Wird uns hier stärken. In Zukunft plane ich übrigens, das nächste Geld, was wir so verdienen, zu sparen, um Istrien hier den Handelspunkt, um den Umschlagplatz noch weiter auszubauen. Das kostet uns 1000, aber ich denke, es ist wert hier an diesem nach wie vor relativ lukrativen Platz Venedig. 168 bei 49%. 17 Gold, aber das ist das Entscheidende. Ja gut, 17 Gold ist natürlich nicht 34 Gold wie hier. Klar, der koloniale Handel wird jetzt immer wichtiger. Aber ja, ich sag mal so, man kann das mitnehmen und es ist kein unwichtiger Handelsplatz. Jo, das Letzte, über das ich nochmal nachdenken möchte, aber wir werden erstmal ein bisschen weiterlaufen lassen, weil wir Diplomaten brauchen, die sind aber jetzt schon wieder da, ist das Thema Warnungen. Leider erinnert einen das Spiel daran nicht, wenn Warnungen ausgelaufen sind. Deswegen muss man ab und an mal daran denken. Warnungen sind, da gibt es hier einen Fehler, wenn man sich das, also eine falsche Übersetzung, wenn man sich das im Diplomatiebildschirm anschaut. Da wird das nämlich nicht richtig beschrieben. Meines Wissens heißt Warnung so, dass wir Länder warnen können, nicht, also dass sie nicht Nachbarländer von uns angreifen. Ansonsten nützen Warnungen nichts. Es geht also wirklich um alle Länder, mit denen wir eine Grenze haben. Wenn die von anderen Ländern, die wir gewarnt haben, angegriffen werden, dann können wir in einen Defensivkrieg mit einsteigen. Und das kostet uns keine Beziehung oder so. Das ist schon eine ganz gute Sache. Die Frage ist, welche dieser Länder
Würde denn eins von unseren Nachbarländern angreifen, welches muss man beschützen? Die Reichsstädte können ja direkt nicht angegriffen werden, nur dafür lohnt sich ja eigentlich eine Warnung. Wir wollen Bayreuth ja katholisch machen. Ich könnte mir vorstellen, ja, schaut mal, Thüringen will Bayreuth angreifen. Aus dem Grunde werden wir jetzt mal Thüringen warnen. Das kostet zwar auch 10 Meinung, aber bei denen ist das eh egal. So, wer könnte noch angegriffen werden? Wen sollten wir vielleicht noch warnen? Die Pfalz, weiß ich nicht. Salzburg ist Reichsstadt, Bayern kann sich selbst verteidigen. Augsburg könnte vielleicht ein Ziel sein. Ulm ist relativ groß geworden, auch noch eine Republik. Schaut mal, Ulm will Augsburg haben. Wir könnten einfach mal Ulm, diese Republik hier, warnen. So, und dann ist vielleicht Augsburg ein bisschen gesichert. Wobei natürlich Bayern könnte Augsburg auch angreifen, oder? Nee, sie haben Ansbach erstmal als wichtigeres Interesse markiert. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, inwieweit wir Burgund warnen könnten. Aber hier geht es ja nur um Nachbarn. Und wenn wir uns angucken, was will Burgund haben, dann sehen wir, dass zum Beispiel die Schweiz nicht ist. Das sind unsere Gebiete. Genua geht nicht. Und hier oben, da nützt das nichts, weil das nicht unsere Nachbarn sind. Das heißt, eine Warnung würde gegen Burgund derzeit nichts bringen. Insofern lassen wir das. Okay. Das wär's mit den Vorarbeiten und Vorbereitungen. Dann lassen wir mal laufen und gehen ein bisschen in Position für diesen Krieg. Ja, vor allem werden wir gegen die Bayern kämpfen müssen. Eigentlich plane ich relativ schnell einfach Bayreuth einzunehmen, aber ich fürchte, der Kriegsgrund, da ist die Einnahme nicht so relevant. Mantua hat irgendwas von uns beansprucht, okay. Oh, verdammt, okay. Ja, darüber habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen nachgedacht, ob wir nicht mit Trier ein Bündnis haben sollten, was Trier gegen Burgund schützt. Aber wir haben ja halt keine diplomatischen Beziehungen mehr frei und ich kann nicht noch mehr Diplomatie-Machtpunkte aufgeben, indem ich über das Limit gehe. Und damit wird sich also Burgund weiter in Richtung Reich fressen. Und das ist natürlich bitter. Und klar, wir müssen uns um Burgund kümmern, aber zuerst muss der Krieg gegen die Osmanen gefochten werden. Also das muss die Abfolge sein. Osmanen und dann Burgund. Burgund muss zerschlagen werden, dessen bin ich mir bewusst. England sieht Frankreich nicht länger als Rivalen an, sondern England hat Burgund als Rivalen bestimmt. Das allerdings ist eine... Tja, ist das eine gute Nachricht? Ich meinte, andererseits ist natürlich Burgund Reichsmitglied. Naja. Nicht ganz einfach, die Situation, aber wir können, wie gesagt, im Moment eh nichts dran drehen, beziehungsweise ich will es nicht, weil ich andere Prioritäten setze. So, dann schauen wir mal. Sind wir dann jetzt schon in der Lage, diesen Krieg zu erklären und zu führen? Bayern und Rothenburg sind unsere Gegner. Ungarn, Aquileia und Genf werden mit reinkommen. Die anderen werden wir, denke ich, nicht rufen, um die Gefallen zu sparen. Sieht man eigentlich hier, wie viele man hat? Ne, die Gesamtzahl sieht man leider nicht. Das wäre noch eine coole Service-Angabe. Aber wir lassen das mal. Auslöschung der Ketzerei bedeutet Überlegenheit demonstrieren. Das bedeutet einen Kriegsstand von über 10% bei Kämpfen führt zu einem aktuellen Kriegsstand. Okay, also wir müssen Schlachten schlagen. Erobern ist gar nicht so wichtig. Ja, na gut. Ich will ja eigentlich relativ wenig Schlachten schlagen, um Manpower zu sparen, aber geht in diesem Falle wohl nicht anders. Wir erklären den Krieg, Leute. Und damit geht es los. So, wir marschieren trotzdem erstmal hier rein, um Bayreuth zu besiegen. Dann gucken wir mal ganz kurz bei unseren Leuten, die sind alle auf unterstützend. Die wollen wir hier sammeln, ne? Bei den Truppen. So, da haben wir schon 10.000. Wenn wir hier 19.000 haben. Ja, wir müssen gucken, ob wir den Gegner irgendwo abfangen an geeigneter Stelle. Ziehen wir direkt mal hier hin und ja, bringen vielleicht diese Armee auch nochmal mit. Also ein, zwei große Schlachten und dann die Belagerung. Das müsste eigentlich schon reichen. Und wir sehen dort schon wenige bayerische Einheiten hier marschieren. Vielleicht können wir die direkt schon mal abfangen. Na, leider nicht.
Okay, aber es ist soweit, wir können die nächste Quantitätsidee machen. Eingezogene Garnisonen. Durch den Einzug unserer fähigen jungen Männer für unsere Garnisonen können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Männer für die Verteidigung unserer Grenzen haben. Erhöht die Größe unserer Garnison, was vermutlich vor allem die Belagerung ein bisschen länger gehen lässt für den Gegner. Ja, prima. Werden wir machen. Und damit fehlt nur noch eins, um die Quantitätsidee abzuschließen. Und das ist auch das eine, was uns fehlt für den Hofkriegsrat. Das kommt ja alles gut zusammen. Auch nochmal schöne Boni. Ah, schaut mal, hier haben wir 10.000 Bayern. Kriegen wir die besiegt mit unseren 19.000 Mann, mit dem Verbündeten? Versuchen wir es. Schlachten. Das ist das, was wir brauchen. Okay, es sieht so aus, als würden sich sämtlich. Oh, 13. Oh, joi, joi. Alles klar, wir müssen hier definitiv nachziehen. Ah, ziehen wir mal die nach. Wir müssen irgendwie ein paar erfolgreiche größere Schlachten schlagen. Lothringen ist leider schon wieder konvertiert. Waren die es nicht schon mal? Naja. So, die 10.000, warten die dort auf uns? Oder warten die auf die Verstärkung? So, hier war irgendwo. Wir kommen da leider nicht hin. Wir kommen nur dort rein. Ja, wollen wir hier eine Belagerung machen von Landshut? Wir können ja wirklich die Minimalbesatzung da irgendwie zurücklassen. Marschieren wir erstmal rein. Weil alle Feinde sind jetzt dort. Er flieht. Wir kommen nicht rechtzeitig hinterher. Verfolgen wir mal. Hier dürfte eigentlich kein Fluss sein. Vielleicht erwischen wir ihn dort noch. Ja, und hier machen wir es mal auf diese Art und Weise. Belagerung abspalten. Dann ziehen wir dann mal wieder raus. Die 7.000. Mal gucken, wie lange die da reichen. So. Wir kriegen ihn dort aber nicht gestellt. Natürlich nicht. Umgehen wir das Ganze mal. Hier sind 4.000. Vielleicht können wir einfach auch hier so zwischen Funken. Mal sehen. Okay. Die 7.000 laufen noch hinterher. Hier sind 13.000, die dort mit reinlaufen. Das ist eine Burg, eine kleine Burg. Da hätten wir den Verteidigungsbonus. Das heißt, eigentlich könnten wir dort direkt mit reingehen im Moment. Gucken wir mal. Und hier kommt uns jemand entgegen, aber da können wir leider nicht hinziehen, blöderweise. Also die 1.000 kriegen wir auch nicht abgesichert. Die 13.000 scheinen woanders hinzugehen. So, 1.000 Mann haben wir schon mal kurz besiegt. Das ist auch ganz nett. Und die erwischen wir wohl auch noch hervorragend. Okay. Die stehen da eigentlich nur zur Sicherheit, falls es hier zu einem Angriff kommt. So, wir kämpfen gegen die Truppen von Rothenburg, die uns hier direkt noch abgefangen haben. Uiuiuiui. Da kommen auch noch die Bayern mit dazu. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, wir kriegen auch noch ein bisschen Verstärkung. Aber unsere Moral ist gut. Und Guido Sforza, der kämpft Gott sei Dank hervorragend. Ja, ich sollte vielleicht auch nicht so schnell machen. Okay, also die Schlacht ist erstmal gut geschlagen worden. Wir haben aber noch nicht den Kriegsstand, den wir brauchen, von über 10. Wenn wir den haben, dann können wir uns zurücklehnen. Ja. Wo marschiert ihr denn jetzt lang? Wo sehen wir dann noch Feindarmeen? Ja, komm, wir ziehen einmal weiter. Gucken wir mal, ob wir noch den Feind irgendwo erwischen. Ansonsten gehen wir vielleicht mal zurück auf eigenes Terrain. Wobei, die 4.000, die gewähren doch hier ein gefundenes Fressen. Ja, die müssen. Wo sind sie jetzt hin? Das sind katholische Fanatiker. Die wollen wir natürlich nicht. Ach, da stehen sie. Na gut, dann ziehen wir da rein.
Der Fluss wird kein Problem sein. Bei 4000 Mann sollte das in Ordnung gehen. Zieh die weg, sind die schneller, ernsthaft? Oh Gott. Da müssen wir mal gucken. Dann bleiben wir mal. Warten wir mal jetzt. So, jetzt kommt es zur Schlacht. Gut. Okay, ich habe nur Angst, dass hier plötzlich irgendwo eine große Armee auftaucht, was ich nicht mitbekomme, aber das ist nicht der Fall. So, natürlich ist das Gelände für uns sehr, sehr ungünstig, aber Guidos Sforza macht seine Sache gut. Und der Gegner ist ja zahlenmäßig auch deutlich überlegen. Aber selbst diese wenigen bereiten uns hier echte Sorgen. Aber die Schlacht muss ja nur gewonnen werden. Hervorragend. Und vor allem, das ist nicht unsere Manpower, ne? Das sind die unserer Verbündeten. Das ist, glaube ich, okay. So, wir sind damit bei plus 10, aber das scheint noch nicht zu reichen, damit hier der Kriegsstand hochtickt. Das ist das, was wir benötigen. Also marschieren wir mal zurück und gucken, wo wir die Feinde als nächstes sehen. Da oben sind sie. 11.000 Mann in unserem Terrain. So, wir werden jetzt unsere Leute nicht rechtzeitig dorthin bekommen. Deswegen würde ich, glaube ich, mit dieser Armee jetzt vorgehen. Und wenn wir sie in unserem Terrain stellen können, ist das auch eine gute Sache. Da sollten wir auf jeden Fall dann keinen großen Geländemalus erhalten. Da oben, Breslau, wollen sie jetzt ernsthaft belagern. So, hier sind fliehende Feinde. Die nützen uns nichts. Okay, Aachenfrieden mit Burgund, keine Gebietsgewinne, Kriegsreparationen. Sie ziehen nach Glogau, das haben wir so ein bisschen antizipiert. Terrain ist gut. Unsere 25.000 Mann sollten in der Lage sein, dort zu kämpfen, aber sie ziehen sich blöderweise zurück. Gucken wir mal, ob wir sie irgendwo anders erwischen. In Berlin können wir sie erwischen. Da haben wir allerdings einen Flussübertritt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. 12.000 gegen 25.000, sowas kann schon mal schief gehen, wenn da plötzlich irgendwo Verstärkung möglicherweise lauert, die wir nicht gesehen haben. Der Gegner auch noch mit einem besseren Anführer. 4-3, 4-3-1. Ne, Leute, das sind unnötige Verluste. Die will ich jetzt nicht haben. Versuchen wir noch einen besseren Moment abzupassen. Die bleiben erstmal in Berlin stehen, was okay ist. Wir sammeln uns hier mit unseren Verbündeten. Hier wird einfach weiter belagert. Was machen die Ungarn dort? Stehen die nur rum? Ja, und die Bayern, ne? Die sammeln sich jetzt irgendwo. Vielleicht kann man da mal reinmarschieren. Oder vielleicht sogar mit dieser Einheit. Sichern wir mal mit der Armee den Bereich hier. Hier sind wir bei minus 7, dort auch bei minus 7. Irgendwo da oben muss die Feindarmee sein. So, jetzt haben wir sie in der Niederlausitz. Und 13. Alles klar. Hier ist der Gegner uns tatsächlich schon überlegen. Aber da Besetzungen eh nicht viel bringen in diesem Krieg, muss uns das. Nee, da sollten wir nicht lang marschieren. Muss uns das jetzt auch nicht groß ängstigen. Wäre bloß schön, wenn wir da irgendwie einsatzfähig wären. Der Kirchenstaat marschiert hier auch durch. Wartet mal. Pass auf, dann bringen wir die mal zurück. Ja. Die haben sich da irgendwie ein anderes Ziel ausgesucht. Sollen sie erstmal irgendwo anfangen zu belagern? Das ist schon okay. Was kommt hier für eine Schlacht? Ach so, Kirchenstadt und Hessen hat mich gerade nervös gemacht, warum wir dort möglicherweise das Ziel sind, sind wir aber gar nicht. So, hier, die machen hier die ganz große Kurve. Hier marschieren wir einmal durch. Also das ist irgendwie ihr Versorgungsweg da oben rum, so wie es aussieht. So, wie ist unser minus 7%? Hier sind wir bei 0%.
Und wir warten auf diese Armee hier. Glogau ist besetzt von Bayern. Ja, marschier ruhig weiter südlich. Das ist ganz okay. Kannst du schon mal nach Glogau ziehen und dann werden wir dich von beiden Seiten her vielleicht bekommen. Da sollten wir auch zahlenmäßig überlegen sein. So, ja, jetzt haben wir natürlich nichts abfangen können, weil wir ein bisschen zu spät geguckt haben. Wir können hier aber auch nochmal einfach hinterher marschieren. Oder vielleicht eine Abkürzung machen. Über Braunschweig, warum auch nicht. Okay, sie lassen sich offensichtlich nicht so einfach austricksen. Sie marschieren zurück. Verbesserung der Marinetechnologie. Ach Gottchen. Aber halt, das bringt uns diplomatische Macht. Und das ist das, was wir benötigen. Warum haben wir jetzt schon wieder 10? Irgendwo müssen wir was erhalten haben, oder? Was ist da denn los? Oder, ah, wisst ihr was? Es ist dann ausgesetzt worden. So muss es sein. Es wurde pausiert, dann haben wir in einem Monat wieder die Macht bekommen und dann geht es wieder runter. Ah, okay, alles klar. Na, dann ist es handhabbar. Das ist gut zu wissen. Gut, dann würde ich sagen, man behauptet, ortsansässige Fischer hätten Verbesserungen im Schiffsbau entdeckt, würden wir ihre Schiffe sorgfältig studieren und einen Nachbau versuchen, würde unsere Marinetechnologie nach Ansicht unserer Admiräle zukünftig stark davon profitieren. Interessanterweise hat dies faktisch jetzt überhaupt keinen Einfluss auf unsere Marine, sondern darauf, dass möglichst schnell Ungarn integriert wird. So, da sind wir in Glogau. Ja, hervorragend. Damit haben sie doch mehr oder minder jetzt abgeschnitten, ne, von ihrer anderen Armee. Das gefällt mir. Wir marschieren auch direkt wieder zurück. Und haha, unser neuer... Ah, der neue... polnische König ist wieder einer aus dem Hause Habsburg. Sehr schön. Darauf scheinen wir jetzt ein Anrecht zu haben. Jan Kasimir von Habsburg, 46 Jahre alt, unfruchtbar, egal. Der ist der neue polnische König und das erhöht unser Prestige, was kein Thema für uns ist, weil wir fast immer bei 100 sind, aber auch um plus 10 Legitimität. Das ist eine gute Sache, weil das ist eine unserer Schwächen. Und vor allem, wir bekommen nochmal plus 48 diplomatische Macht. Das heißt, wir sind jetzt durch Events auf über 100 gekommen. Und da wir nur minus 2 im Monat verlieren, ja, damit sind wir doch sicher, können wir die ungarische Integration wunderbar lückenlos fortschreiben. Das gefällt mir. So, hier bei 14, da bei 7. Wir sind hier immer noch auf so einer Pseudo-Verfolgungsjagd. Die ziehen da oben ab. Ja, wir müssen deren Armeen leider erwischen, sonst kriegen wir hier nicht vernünftig Kriegsstand. Okay. Ihr zieht mal nach Königgrätz. Und die ziehen dort wieder zurück. Jetzt sind die aber relativ weit weg. Ich würde sagen, jetzt können wir uns diese Schlacht stellen. Und ihr kommt dann hoffentlich noch rechtzeitig zur Verstärkung. Falls die dorthin ziehen, können wir hier den Weg abschneiden. Das passt. Gut. Nein, sie bleiben natürlich wieder stehen. Und Mainz ist raus aus dem Krieg. Nein, es kommt aber jetzt zur Schlacht. Blöderweise mit Überquerungsmalus. Das ist natürlich doof. Das könnten wir noch verhindern. Warum eigentlich Überquerungsmalus? Oh Gott, hier ist auch ein doofer Ort. Das sind ja, ist ja Hochgebirge. Nee, das wollen wir nicht. Das beenden wir mal kurz. Dann ziehen wir lieber hier hin und schlagen die Schlacht dort. Und Görlitz ist zumindest Wald. Das ist besser. Aha. Aber sie ziehen wieder zurück. Wie sieht es denn hier aus? Flusstechnisch? Ja, passt auf. Jetzt haben wir sie, glaube ich. Jetzt haben wir sie. Wenn sie dort jetzt nicht mehr zurückkommen... Oh, nee. Och, bitte. Ich will dort nicht kämpfen. Aber es muss wohl. Pass auf, wir lassen sie... Ja, wir lassen sie da so lange reinziehen, bis sie nicht mehr rausgehen. Und dann passt das schon.
Also bis sie nicht mehr umkehren können. Und dann kämpfen wir wenigstens in Görlitz. Wo geht da ein Fluss rein? Bautzen und Niederlausitz. Das ist gut. Da haben wir keine Flussüberquerung. Ja, macht mal, zieht mal. Und jetzt ist der Moment. Okay, alles klar. Das hätte ich auch eben gleich haben können. Das war ein Fehler. Das sollte eine Schlacht sein, so wie wir sie haben wollen. Sehr gut. Jawohl. Offenbar haben die Bayern Moralprobleme, so wie es aussieht. Hervorragend. Und das Gelände zählt zu ihrem Ungunsten. Ja, besser kannst du ja gar nicht laufen. So soll es sein. Wunderbar. Unsere Nordflanke sichern wir dort noch ab. Sehen wir weitere Gegner eigentlich irgendwo? Ich sehe sie zumindest nicht. Ihr bleibt aber in der Niederlausitz stehen. Eure Hilfe benötigen wir eigentlich jetzt gar nicht. So, die Bayern wehren sich nochmal mit Hand und Fuß, aber... Das sieht sehr gut aus hier. Okay, das lange Taktieren... Naja, so groß sind die Verluste ehrlich gesagt nicht. Aber das lange Taktieren hat zumindest dazu geführt, dass Georg von Schönburg ein Belagerungsexperte wird. Warum auch immer. Und ja, wäre natürlich nett, wenn wir die jetzt so weit verfolgen können, dass wir sie erledigen können. Aber man wird nicht alles erreichen können. Jetzt sollte es aber zumindest endlich mal hochticken. Nein, der aktuelle Kriegswert beträgt 0 Punkte. Überlegenheit demonstrieren. Angreifer hat ausreichend Kämpfe gewonnen. Ja, jetzt geht's hoch. Jetzt, ab jetzt müsste es hochgehen. Gut. So, die 1000 haben wir jetzt auch noch erledigt. Die verziehen sich, da können wir runterziehen. Und dann werden wir jetzt auch zwei Belagerungen gleich haben. Und damit gibt es zumindest eine Chance, dass wir... Oh nein, 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 nicht da durchlaufen. Jetzt keinen Unsinn machen. Damit gibt es zumindest eine Chance, dass wir jetzt vielleicht den Krieg sogar schon schnell beenden können. Denn eigentlich wollen wir ja nur Bayreuth konvertieren. Mehr wollen wir nicht. So, beide Belagerungen könnten jetzt zu Ende gehen. Nein, da wird tatsächlich noch desertiert. Außerdem ist ein Befehlshaber gestorben. Landshut ist in unserer Hand. Das gibt uns schon 42%. Passt auf. Wir gucken mal. Ist das vielleicht schon jetzt möglich? Religion erzwingen, ja. Reicht schon. Kriegsreparation nehmen wir auch noch mit. Geld nehmen wir auch noch mit. Was geht? Und das war's dann schon. Gut, wie viele Verluste haben wir auf unserer Seite? 10.000, 5.000 durch Verschleiß, 5.000 Kampfverluste. Ja, ich hoffe mal, dass nicht so viele Österreicher dabei sind. Doch, sind sie. Aber halt, das sind zumindest zum Teil auch Söldner. Wir haben natürlich jetzt auch eigene Truppen eingesetzt, aber es hielt sich in Grenzen, würde ich sagen. Gut, damit ist das Kriegsziel erreicht. Krieg beendet. Bayreuth ist wieder katholisch. Und wir können weitermachen. Und zwar das nächste Mal. Und zwar, wir sind im Februar 49. Wartet. Im März 49. Im nächsten Monat können wir das Reformationszentrum zerstören. Darauf freue ich mich schon 20 Jahre lang. Also bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.